So, Freunde, hallo, hello und herzlich willkommen zu meinem, ich hatte es ja angedroht, Basteln. Und zwar ein ambitioniertes Projekt. Wir wollen ein Necronomicon Ex Mortis basteln für meine liebe Freundin und ihre Hochzeit. Ich hatte das Ganze ja schon mal gemacht, vor einiger Zeit. Das war das Endresultat. Damit war ich auch sehr glücklich. Ich hoffe, dass es mir nochmal annähernd so gut gelingt. Ist ja jetzt schon ein Weilchen her. Ich musste mich auch selbst nochmal dran erinnern, wie ich das überhaupt damals gemacht habe. Ich habe noch alles da, was ich brauche. Das ist das Gute. Und es ist nicht allzu viel erforderlich dafür. Im Wesentlichen beschränkt sich das auf Flüssig-Latex, Latex-Milch, die wir zum Einsatz bringen werden, kombiniert mit der guten und staubigen medizinischen Watte. Ihr könnt dafür auch alle anderen wattierten Sachen nehmen, geht auch mit Taschentüchern wahrscheinlich. Aber das hier hat nochmal so eine fiese, natürliche Struktur, dass ich das immer noch fürs Beste halte. Es werden im weiteren Schritt später noch ein paar Farben dazukommen, da kommen wir aber später zu. Wir brauchen einen Pinsel und ein paar Instrumente, die ich mir so bereitgelegt habe, um das Ganze nachher ein bisschen zu designen. Im ersten Schritt habe ich jetzt hier das eigentliche Buch schon mal vor mir liegen. Immer ganz wichtig, wenn ihr mit Latex arbeitet, ist eine Riesensauerei, das klebt wie Hulle. Immer Handschuhe und immer Unterlagen. Auf allem, wo ihr arbeitet oder arbeiten könntet. Das ist das Buch im Original und ihr seht es vielleicht, ich habe da schon mal grob, aber wirklich ganz grob die Züge, die Proportionen angepasst. Hier raufgezeichnet mit einem Bleistift. Keine Angst, das geht nachher ja alles nochmal weg und das wird auch hoffentlich etwas anders aussehen am Ende. Und noch ein kleiner Tipp zwischen die Seiten. Jetzt werden wir erstmal die Front bearbeiten. Im anderen Schritt kommt dann nochmal der Rücken extra, aber wir machen jetzt erstmal nur die Front. Und damit ihr sonst aber nichts verklebt an Seiten, weil das ist ja ein Gästebuch, soll das ja werden. Da soll man ja noch was reinschreiben können. Das heißt, es macht also Sinn, das zu schützen. Das mache ich jetzt in diesem Fall mit alten Staubsaugerbeuteln für einen Staubsauger, der schon lange das Zeitliche gesegnet hat. Ich habe die Dinge aber noch da. Ja, kannst du alles irgendwann mal noch gebrauchen für irgendwas. Ob das jetzt staubfrei ist oder was, das interessiert eigentlich auch nicht die Bohne. Und es geht los, indem wir erstmal eine Schicht Latex hier auftragen. Die werden wir aufträufeln und dann so ein bisschen mit einem Rakel verteilen, dass das alles schon mal ein bisschen klebt. Dann tränken wir und zupfen uns hier so ein bisschen Watte zurecht. Die packe ich hier schon mal in so groben Flusen. Erstmal hier neben mich und zupf sie mir dann noch mal klein und dann könnt ihr ebenso strenge Formen, kleine, größere, so, und dann modelliert ihr damit so die groben Strukturen vor. Und das wird dann nochmal bepinselt mit mehr Latex. Und nachher habt ihr dann eine Masse, mit der ihr modellieren könnt. Im Idealfall. Muss ich aber auch nochmal gucken. Ich hoffe, es klappt. Wäre jetzt peinlich, wenn nicht. Aber das ist halt auch nichts Theoretisches. Das muss man einfach mal ausprobieren. Das muss man einfach mal machen. Aber es ist gut, wenn ihr im Vorfeld schon so ein paar euch so ein paar Stränge hier raus
filettiert, weil sonst habt ihr nachher die klebrigen Hände und dann wird es immer schwieriger, damit zu arbeiten vernünftig. Es müssen auch nicht nur Würstchen sein, es kann auch mal eine Fläche sein, wenn ihr das hinkriegt. Mit der hier geht das halt relativ schlecht. Dafür kann man sie eigentlich in jede gewünschte Form sonst bringen. Jo. Als Vorlage, Bilder vom Necronomicon gibt es ja jede Menge und auch verschiedenste Versionen. Auch die waren ja nicht immer unisono gleich. Die sind ja in den Filmen immer sehr unterschiedlich mit Props dargestellt worden. Könnt ihr machen, wie ihr wollt, was euch da am besten gefällt, ob die neueren oder die älteren Versionen. Die einen sind ein bisschen detaillierter, die anderen eher nicht. Wie euch das am besten gefällt. Ich kann nur dringend davon abraten, als Vorlage euer Handy hier stehen zu haben. Da könnt ihr euch nicht drauf verlassen. Bei meinem zumindest geht ja irgendwann auch der Bildschirm aus und dann müsstet ihr immer mit den verpappten Latexfingern nochmal drauf drücken, damit es wieder aktiviert wird. Und das möchte ich doch vermeiden. So, without further ado, doodle do. Sind wir jetzt mal mutig und legen einfach los. Mmh, oh. Ja, stinkt übrigens auch wie Sau. Wenn ihr euch fragt, warum es Latexmilch heißt, weil es verdammt flüssig ist. Zwei Stunden später. So, jetzt habe ich zwischendurch doch mal die Kamera ausgemacht, weil es einfach zu lange dauert, diesen ganzen Prozess zu filmen. Ich zeige es euch mal kurz, wie es aussieht. Noch nicht nach allzu viel. So, ne? Habe jetzt also wirklich den ganzen Bereich erstmal nur gefüllt. Mit Watte und mit kleinen Wattewürstchen. Mal gucken, dass ihr das sehen könnt, was ich hier treibe, ungefähr zumindest. So, dass ich jetzt hier mein grobes, und wie gesagt, es klebt alles aneinander, das ist eine Riesenscheiße. Dafür ist übrigens so ein Stäbchen auch ganz gut. Wenn das mal beim Buffet überbleibt, nehmt es mit. Kann man noch gebrauchen. Ich werde nachher noch ein paar Detailwürstchen brauchen. Jetzt ist aber der nächste Schritt. Und nehmt bitte nicht den besten Pinsel, den ihr habt, denn der wird es vermutlich nicht überleben, das Ganze hier. Ich werde das nochmal kurz durchshaken, bevor ich das hier reingieße, weil es war mir eben doch ein bisschen arg flüssig.
nächste Runde. Jetzt wird es erst richtig hässlich. Ja, nicht zu sparsam sein. Jetzt wird der ganze Kram nämlich nochmal von oben gedrängt. Dabei müsst ihr immer ein bisschen aufpassen, dass ihr die Grundstrukturen jetzt beibehaltet und nicht auch schon zerstört. Jetzt wird alles nochmal schön betupft und gedrängt. Seht ihr? Das meine ich. Und wenn das nachher trocknet und anzieht, dann wird das auch noch mal ein bisschen zusammenschrumpfen insgesamt. Deswegen braucht man da nicht zu sehr damit rumasen mit der Watte. Es ist immer gut, wenn überall ein bisschen was ist. Und wenn ihr diese Außenproportionen, die wichtigsten, also die Nase und den Mund, die Lippen und sowas, wenn ihr das macht, immer gleich ein bisschen dicker machen. Das wird nachher noch mal ein bisschen absacken, dass man das gleich schon mal sieht, dass man damit vernünftig arbeiten kann. Man kann aber immer noch ein Würstchen nachlegen. Das klingt auch gut, ne? Ja. Das geht immer. Wenn ihr das jetzt mit dem Pinsel benetzt, immer ganz, ganz vorsichtig, dass die Watte noch da bleibt, wo ihr sie hingesetzt habt. Zu den Rändern hinarbeiten, dann hält das auch ein bisschen besser nachher. Und wenn ihr euch fragt, hält das wirklich? Ja, das hält bombenfest. Das wird nachher mit dem Einband verbacken. Deswegen ja auch meine Mülltüte. Ihr erinnert euch. Kann man jetzt vielleicht auch schon sehen, dass ich da jetzt hier schon ein bisschen hin und her schieben kann, das Ganze. Wenn das ein bisschen anzieht, dann wird es nämlich allmählich formbar. Und ja, es ist zwar einerseits jetzt eine ziemliche Fiddelarbeit und Geduldsarbeit, andererseits muss man aber auch relativ präzise und schnell arbeiten, weil das soll natürlich nicht so weit anziehen, dass ich nachher nichts mehr formen kann. Deswegen entschuldigt bitte, wenn ich jetzt nicht wahnsinnig viel dabei rede. Ich muss mich da ein bisschen konzentrieren. Wenn ich sage ein bisschen, dann meine ich verdammt viel. Ich habe mal so ein Video gesehen von einem Amerikaner, da habe ich auch die Idee tatsächlich her. Die machen ja gerne mal so Halloween-Basteleien und da stehe ich drauf.
finde ich immer schade, dass es das im deutschsprachigen Raum gar nicht so oft gibt. Wir sind ja jetzt auch nicht unbedingt minder kreativ oder begabt, würde ich mal behaupten, aber es gibt da relativ wenig zu. Aber Horrorfans haben wir ja auch, das sieht man ja. Jedenfalls haben die immer diesen Mod Podge benutzt. Das kann man natürlich auch machen. Das ist sowas, so ein Bastelkleber, so ein einfacher, glaube ich. Ich finde aber, da wir ja hier eine Fake-Fleisch-Struktur erschaffen wollen, ist das Latex dafür der bessere Werkstoff. Gelle? Mhm. Zwei Stunden später. So, Herr, nun ist die grobe Klebearbeit getan. Alles ist schön getränkt. Und jetzt muss ich ein bisschen schnell sein, denn jetzt kommen meine Werkzeuge zum Einsatz und ich gehe an die Details mal ran. Also erstmal gucken wir nach den Augen, würde ich sagen. Das ist immer ein guter Startpunkt, dass wir die schon mal in Form kriegen. Falten und Details liegen, sobald, also solange noch die Möglichkeit dazu besteht. Ja. Nase ist natürlich auch ganz wichtig. Wie soll euer Necronomicon gucken? Hier könnt ihr jetzt eigentlich ganz kreativ sein und euch austoben. Und
Und so hundertprozentig nach Vorlage werdet ihr das sowieso auch nicht machen wollen. Kann sich natürlich an so ein paar Dingen orientieren, aber im Großen und Ganzen finde ich das schöner und individueller. Überlegt euch auch, wie der Blick sein soll. Das Necronomicon guckt nicht nur Böses, guckt auch etwas traurig und gequält. Wenn ihr jetzt unbedingt ein Detail nachempfinden möchtet, was ihr aus der Vorlage entnehmt, dann könnt ihr jetzt natürlich an dieser Stelle auch noch mal zusätzlich ein bisschen Watte abreißen und noch eine Lage drüber machen, damit ihr den Look auch kreieren könnt. Hier unten zum Beispiel ist ein bisschen wenig los. Da könnte ich jetzt, wenn denn die Handschuhe noch mitspielen, noch ein paar Würstchen rollen, um sie dann später noch in Details zu verwandeln. Im zweiten Schritt dünne Würstchen. Jedes Würstchen ist ein Detail mehr. Thank you.
so, Freunde, das Ganze habe ich natürlich jetzt mal ordentlich Zeit gelaufen. Das war auch wirklich nicht spannend. Das ist einfach nur Detailarbeit. Die ist nicht so aufregend. Also es wird, nachdem ihr den Latex drüber gepinselt habt, wird halt nochmal ausmodelliert mit den verschiedenen Werkzeugen, an denen jetzt überall halt Watte klebt. Und so sieht es dann im Zwischenschritt aus. Das lassen wir jetzt trocknen. Da ist nur mein weiser Ratschlag, wenn ihr einigermaßen, und damit meine ich nur einigermaßen, mit dem Resultat zufrieden seid, und das bin ich, dann lasst es so. Ja, sonst zerstört ihr noch was. Das wäre schade, denn es ist bis jetzt ganz gut gelungen. Es ist hier mein altes, das ist mein neues. Ich finde, es sieht ziemlich geil aus. Und ich werde es jetzt trocknen lassen. Dann kommt der nächste große Schritt. Nehme ich euch wieder mit. Ciao, Cescu.